Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ihr seht hier schon vor mir auf dem Tisch ein schönes kleines Paket liegen. Da sind einige Sachen von M. Rosenfeld drin, die man sich auf Amazon bestellen kann. Und ich dachte mir, warum nicht einfach mal ein kleines Amazon-Shisha-Paket zusammenstellen und das hier jetzt mit euch auspacken. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lange rum am Anfang. Wir schnappen uns unser Messer und schauen mal, was da so drin ist in diesem Amazon-Shisha-Paket. Eins der wenigen Unboxings, die es bis jetzt gab auf dem Channel. Ich schätze mal, die meisten Sachen werden noch im Einzelverpackt sein. Das hier kam übrigens schon mal in einem anderen Paket. Das heißt, das würde ich jetzt sozusagen einfach mal so hier mit drauflegen und so tun, als wären wir komplett überrascht. Oh mein Gott, da ist ja noch was dabei. Aber wir schauen uns natürlich alles mal an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz durch, was alles im Paket ist und dann gucken wir uns die einzelnen Teile einfach mal nacheinander an. Ja, also das erste wäre hier dieser Kaminaufsatz in Flickflack-Optik. Wie gesagt, erstmal legen wir alle Teile zur Seite und schauen uns die dann nacheinander an. Das hier ist der sogenannte Whitehead. Füreinander bestimmt hochwertige Mehrlochkopf aus weißem Ton. Speichert die Wärme besser als übliche Tonköpfe und gibt dir den maximalen Geschmack deines Tabaks. Und da ist auch noch ein relativ interessanter Siebaufsatz dabei. Das gucken wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal an. So sieht die Packung aus. Ah, ein bisschen mit dem Licht hier spielen. Ne? Also das wäre das zweite, was da drin ist. Dann ein Premium Shisha Carbon plus Glasmundstück mit dem Namen Paladin. Okay. Mundstücke kann man auch nie genug haben. Und unten sind noch, oh, das war sehr, sehr interessant, das habe ich schon gesehen. Universaler Premium Molassefänger Apollo kommt dann in so einer Verpackung. Davon sind sogar zwei drin, oder was ist das? Kohleaufsatz Zero, okay, der ist auch super, super interessant. 0% Asche im Tabak, kommt genauso hier in so einer kleinen Tüte. Gucken wir uns dann auch nochmal an. Und hier ist noch ein zweiter Molassefänger. Gibt es nämlich zwei sehr, sehr coole Farben. Und dann noch der Klassiker. So, dann können wir das große Paket schon mal wegmachen. Der Klassiker, was M. Rosenfeld angeht, und zwar ein Premium-Kohleanzünder. Ne? Also ihr kennt das ja, die ganz normalen Dinge. Ich würde sagen, dann fangen wir auch mit dem an, weil ist, glaube ich, so ziemlich das erste Produkt, das ich von M. Rosenfeld kannte. Und dann packen wir den mal als erstes aus. Links zu den ganzen Produkten packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch zuschlagen. So, ihr kriegt dazu sogar noch eine kleine Kohlezange. So, also ihr bekommt nicht nur den Kohleanzünder, sondern was ganz cool ist, auch noch hier so eine kleine Zange. Finde ich eigentlich ganz geil. Die sind zwar klein, aber ich finde die unglaublich praktisch, weil, wenn der Fokus Bock hat, hier diese breiten Zangen vorne, ich weiß gar nicht, woher diese Zangen kommen, ne? Aber die sind ultra praktisch. Sie sind natürlich relativ nah an der Kohle, ne? Wenn ihr euch jetzt vorstellt, die Kohle und man nimmt die so, dann ist man natürlich mit den Fingern relativ nah vorne dran. Aber ich finde, man hat damit einen richtig guten Grip, also gerade um die Kohlen auf dem Kopf irgendwie zu bewegen, benutze ich super, super gerne so eine Zange. Bedienungsanleitung, Suche ist beendet, bla bla bla, alles nicht so wichtig. Bedienungsanleitung, Stecker rein, drehst an, setzt die Kohle drauf. Ihr habt sogar noch hier so ein kleines Gitter mit dabei, das finde ich auch immer ziemlich cool, da hält euch die Spirale einfach deutlich länger. Dann nehmen wir uns, ich würde sagen, den Kopf heben wir uns bis zum Ende auf, gucken wir mal den Kaminaufsatz an, weil der ja in dieser Flickflack-Optik gehalten sein soll. So, ihr kennt es ja sicher, ne? Einmal unten diese Mutter abmachen, dann einmal hier gegenhalten und auf der Seite hier verschrauben, bis es festsitzt. Und dann noch das Sieb mit hier drauf. Sieb fühlt sich sogar relativ schwer, ne? Der Griff ist eigentlich auch ganz geil. Flickflack-Optik muss man halt mögen. Ich denke, ich werde es seltener als Kaminaufsatz benutzen. Hier seht ihr es nochmal in der Kamera, die Farben vielleicht ein bisschen schöner. Also ihr seht es eigentlich echt ein ganz cooler, ganz coole Flickflack-Optik, ne? Da sieht man es vor allem gut. Was wir aber jetzt auf jeden Fall mal noch machen, ich hole mal schnell den Kreis Apo und wir gucken mal, wie es da drauf sitzt. So,
hier haben wir den Trusty KS Apo und dann setzen wir da einmal den Kaminaufsatz oben drauf. Und wir sehen schon, er sitzt auf jeden Fall an der geriffelten Seite. Also er passt, er sitzt einen Ticken hoch, aber das macht nichts. Ich rauche ja eh gerne mit Sieb, dann kann man auch ein bisschen höher bauen. Also der Aufsatz passt, weil mich fragen immer super viele Leute, welchen Kaminaufsatz kann ich denn holen für meinen KS Apo? Bei mir passt keiner. Also ich denke, dieser Aufsatz sollte passen. Sieht zumindest sehr, sehr gut aus. Und ist halt ein Kaminaufsatz, Leute. Ne? Also so ultra viel kann man da ja jetzt nicht falsch machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf einen anderen Aufsatz bin ich auch sehr, sehr gespannt. Hier der Kohleaufsatz Zero mit 0% Asche im Tabak. Ich habe nicht viel über dieses Ding gehört. Ich habe nur gesehen, okay, es ist wie so eine Platte. Hat seitlich, ja, es ist halt einfach wirklich eine Platte. Also hier ist... Hier ist nirgendwo was geriffelt unten, ne? Ihr habt nur in der Mitte dieses eine Loch, also wenn ich das mal umdrehe, ne? Seitlich habt ihr hier diese zwei kleinen Löcher, wenn der Fokus mal Bock hat, ne? Hier und unten habt ihr die Löcher und in der Mitte habt ihr das große Loch, aber ansonsten sind da wirklich null Löcher für den Durchzug. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie gut dieses Ding funktioniert, ob das funktioniert. Also wenn ihr da auf einen Test nochmal Bock habt, hier zu dem Kohleaufsatz Zero, dann schreibt gerne mal noch in die Kommentare. Falls ihr den habt, schreibt mir auch gerne mal, wie ihr den so findet. Ich fand den auf jeden Fall super interessant und bin gespannt, wie der jetzt wirklich ist. So, ich würde sagen, als nächstes machen wir mal die zwei Babys hier. Einmal aus der Folie raus, das hört sich wahrscheinlich schrecklich für euch an mit dem Mikrofon. Und dann gucken wir uns mal die Dinge an. Wie gesagt, das ist beides dasselbe hier. Kommt in diesem schönen kleinen Sack. Sieht echt ganz cool aus. Kann man auch gut drin aufbewahren, ne? Das ist ein Molassefänger, aber keiner mit 18,8er Schliff, sondern ein Molassefänger, den man oben auf den Kopfadapter steckt. Ja? Das heißt, der passt auf jede Shisha, egal ob 18,8er Schliff oder nicht. Dieser Molassefänger passt auf jede Pfeife. Kommt wirklich einfach oben, wo ihr normal den Kopf draufstecken würdet, steckt ihr dann dieses Ding hier drauf und dann hier kommt euer Kopf drauf. Macht die Shisha also einen Ticken höher, aber ich finde es ganz cool. Man kann das dann hier so auseinanderschrauben und hier tropft dann sozusagen die Molasse rein. Ne? Also sie läuft hier oben rein und dann dadurch durch und läuft hier zur Seite runter und eure Luft kann dann hier reinströmen, ohne dass ihr Fettmolasse in der Pfeife habt. Und danach spült ihr dann, na, Fokus. Danach spült ihr dann dieses Ding hier einfach aus und dann ist alles wieder sauber. Und eure Bowl bleibt hoffentlich auch sauber. Manchmal kommt ein Tropfen mit durch, man muss halt auch gucken, dass das Ding nicht voll wird. Ne? Kann natürlich auch passieren, die haben natürlich nicht so ein großes Volumen wie viele Glasmolassefänger. Aber ich finde die Dinger auf jeden Fall tausendmal schöner, weil ich finde, die zerstören das Erscheinungsbild von der Pfeife nicht so. Oh, der sieht denn echt deutlich geiler aus, als der auf Amazon ausgesehen hat. Hier gibt es nämlich noch so einen, boah, ich zeige euch mal die Farbe, die Seite, wo hier so richtig viel Farbe dran ist. Hier gibt es einen, wo hier so Farbkleckser drauf sind in schwarz und der sah auf den Amazon-Bildern gar nicht so krass aus, aber in echt sieht der richtig geil aus. Vor allem, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt, aber das hat noch so einen leichten Metallic-Effekt, diese Farben, die man da sieht. Also sieht auf jeden Fall ultra geil aus, finde ich. Ich hätte sogar gedacht, dass mir der silberne mehr gefällt, also hier sind nochmal beide nebeneinander, ne? Ich hätte gedacht, dass mir der silberne mehr gefällt, aber ich finde den mit diesen Elementen hier eigentlich nochmal deutlich geiler. Aber die sind auf jeden Fall super cool, super praktisch. Ich glaube, das braucht man immer. Sowas kann jeder gebrauchen, der ein paar Pfeifen daheim hat und der keinen Bock hat, jede Pfeife mit einem Glasmolassefänger irgendwie nochmal 5 oder 10 cm höher zu machen und so. Mich stört das einfach manchmal. Ich mag die Dinger deutlich lieber. So, als nächstes kommen wir zum Premium Shisha Carbon plus Glasmundstück Paladin. Paladin hört sich schon mal ganz interessant an, ne? Paladin, Schwertführer und so. Wir gucken mal, was drin ist und ob wir das Ganze hier auch rausbekommen. Ist auf jeden Fall ganz schön hartnäckig. Okay, das sieht ganz lecker aus. Auf jeden Fall gut verpackt. Schön viel Styropor drumrum. Kriegen wir das da jetzt am besten raus? Okay, hier ist schon mal das Glasmundstück. Könnte man natürlich auch schon einfach so benutzen, ne? Mal gucken. Ja, das ist das Glasmundstück. Eigentlich echt schön mit dem Muster hier. Gefällt mir gut. Aber ihr habt auch noch ein Carbonstück mit dabei, das dann vorne, hier vorne, so eine kleine Rille hat mit so ein paar O-Ringen drinne, in die ihr dann das Glasstück einfach vorsichtig reinstecken könnt.
Und dann ein bisschen drehen, ein bisschen drehen. Habt ihr das Ganze zusammen? Passt natürlich mit dem Muster auch ganz cool hierzu. Also jetzt nicht vom Muster her, aber von der Farbe und vom Farbverlauf. Ich finde die Dinger ganz geil, weil dann hast du hier einfach so das Griffstück und vorne hast du ein schönes Glasmundstück. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, das Glasmundstück einfach so zu benutzen, ohne das Carbonstück. Und das Carbonstück, ja gut, das ist vorne leider ein bisschen groß, ne? Hier seht ihr es jetzt nochmal in der Kamera. Also finde ich eigentlich echt ganz schick. Wie gesagt, das ist einfach hier, kann man hier auseinanderziehen. Und dann hat man die Teile. Hat hinten auch noch so kleine Rillen hier am Schlauchanschluss, ne? Damit, ah, sieht man das? Ja, so ein bisschen. Ja, hat da eben so feine Rillen, damit das nicht direkt abrutscht. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mit dem Ding werde ich auf jeden Fall heute nochmal ein Köpfchen rauchen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Und zwar der Premium-Tonkopf mit Aufsatz Whitehead. Ja, das ist dieses Paket hier. Da bin ich sehr gespannt drauf. Der Kopf erinnert ja durchaus an einen anderen Kopf, den man schon aus Russland kennt. Allerdings bekommt man den nicht überall und dieser hier ist außerdem auch noch günstiger. Ich bin mal gespannt, wie der vom Hitzemanagement so ist. Okay, er fühlt sich schon mal genauso rau an, wie das auch der andere Kopf, ich kann jetzt den Namen sagen, der Upgrade-Form, ne, man kennt ihn ja, ist baugleich, würde ich sagen, ist ein bisschen weniger filigran. Die Stelle hier, also hier diese Stelle, die ist beim UPG schon sehr, sehr dünn, sodass ich ab und zu Angst bekommen hätte. Aber sieht auf jeden Fall echt ganz cool aus. Und ja, der ist wirklich so krass weiß. Also man sieht das Logo ganz gut. Ne, das ist ein Mehrlochkopf. Das heißt, ihr habt unten sechs Löcher drinne und da am besten noch ein Sieb rein. Oder direkt den Tabak und ja, der versaut in der Mitte natürlich ein bisschen gerade, wenn man damit Darkside raucht, was ich euch zum Beispiel empfehlen würde. Ne? Darkside kommt immer super gut in dem Kopf. Also in dem weiß ich noch nicht, aber im Upgrade-Form und ich denke, der hier wird da genauso sein. Der kostet nur 9 Euro auf Amazon. Mit Prime, also ohne Versandkosten. Finde ich richtig krass. Ne? Und das ist ja nicht alles, was ihr bekommt, sondern ihr bekommt auch noch hier diesen Aufsatz, also es ist ein Kamin-Siebaufsatz, der aber unten nochmal so eine kleine Führung hat. Das heißt, der passt richtig schön auf die Köpfe und er hat auch in der Mitte kein Loch. Ne? Also ich finde das eigentlich ganz geil. Praktisch ein wirklicher Kamin, der dafür, nicht Kamin, ein wirkliches Kamin-Sieb. Es ist kein Kamin-Sieb, es ist ein Sieb. So einfach. Ja? Es ist kein Kamin-Sieb, es ist ein Sieb. Und dadurch fehlt euch halt auch das Kaminloch in der Mitte. Was ihr aber auch noch dabei habt, sehe ich gerade, und das wusste ich gar nicht, ist sogar direkt so ein kleines Einlegsieb. Die, die ich immer anpreise, die ich unten in den Kopf lege, damit euch die Löcher nicht verstopfen. Das heißt, ihr packt das hier so rein. Ich muss das jetzt mal festhalten, dass ich es euch zeigen kann. So, dann kommt da der Tabak drauf und dann verstopfen euch die Löcher nicht. Sprich, ihr habt immer optimalen Durchzug, weil alle Löcher frei sind. Und was auch noch dabei ist, ist eine kleine Kopfdichtung. Man kennt so ganz normale Kopfdichtung, aber ganz cool, dass sie auf jeden Fall auch noch mit dabei ist. Also das Set vom Preis her, das ist schon wirklich krass, ne? Also ganz ehrlich, die meisten Kaminaufsätze oder so kosten mittlerweile, was heißt mittlerweile kosten, halt einfach mal so 5 bis 10 Euro. Hier kriegst du 9 Euro, hast aber noch einen Kopf, eine Dichtung, die nochmal auch nochmal 1 Euro kostet, ein Sieb mit drinne, was nochmal auch nochmal 1 Euro kostet, also echt kein schlechtes Angebot. Und das Ganze dann auch noch per Prime, das heißt ohne Versandkosten, wenn ihr Prime-Mitglied seid auf Amazon, zu euch nach Hause. Nicht schlecht. Ich muss sagen, den Kopf habe ich jetzt noch nie mit einem Kaminsieb geraucht. Ich rauche den immer mit einer Smokebox. Aber ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, ob das hier so funktioniert. Ich glaube, da könnt ihr relativ viel Hitze oben entweichen eigentlich. Ne? Ihr habt ja dann da nichts mehr dazwischen. Wenn ich euch das mal hier. Ne? Da kann man ja direkt in den Kopf gucken. Weiß ich nicht, ob das Ganze so funktioniert. Aber die Jungs werden sich bestimmt was bei gedacht haben. Deswegen würde ich sagen, wir testen die Dinger auf jeden Fall nochmal. Aber das wird hier viel zu lang. Deswegen, das soll es mit dem Unboxing erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne wieder mehr Unboxings hättet. So auf ganz spontan gemacht, hier alles ausgepackt und mit euch zusammen angeguckt, damit ihr vielleicht auch mal so eine Idee habt, was bei mir so reinkommt, was ich so interessant finde. Ja, Kohleanzünder braucht man immer. Den Kopf, da bin ich super gespannt drauf, den will ich unbedingt testen. Glasmundstück mit Carbon, auch immer geil. Und was mich wirklich super abholt in letzter Zeit, sind hier diese Molassefänger. Ne? Ich meine, okay, der kostet 15 Euro, ist jetzt nicht billiger als ein Glasmolassefänger, aber geht auf jede Pfeife und zerstört, finde ich,
nicht so das Erscheinungsbild von der Pfeife. Jo, lasst mir gerne noch einen Kommentar da, ob ihr das feiert, so ein kleines spontanes Unboxing. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Bis dann, eure Shisha WG.